Ostern steht vor der Tür. Jetzt heißt es wieder, es darf nur eine Person einen anderen Haushalt besuchen. Wird das was für Ihr Osterfest verändern? Ja, extrem viel, weil normalerweise feiern wir Ostern halt immer mit der ganzen Familie und auch mit unseren Omas und das geht halt das Jahr nicht. Nein, wird nichts verändern. Ostern ist für mich ein großer Feiertag und der wird es bleiben. Ja, bei uns verändert es eigentlich alles, weil ich aus Kärnten bin und bei uns war das recht traditionell, dass wir halt wirklich so eine Fleischweihe dann haben, wo das ganze, also der ganze Ort zusammenkommt und die ganze Familie dann halt gemeinsam jausnet und es geht halt jetzt dann natürlich leider alles nicht, ja. Wir feiern, also meine Familie, die wohnt in Meidling und es ist nur meine Schwiegertochter und mein Sohn. Und dann fahre ich nach Meidling und mehr sind wir eigentlich nicht. Vielleicht kommt noch meine Enkeltochter, aber das würde ja auch gehen. Ja. Sonst, ja, na, das ist überhaupt der Wahnsinn, das Ganze. Das ist schrecklich, habe ich recht? Ich bin mir nicht sicher. Also ich denke, es wird sicher welche geben, die sich nicht dran halten. Aber ich denke, dass eigentlich sich der Großteil schon dran halten wird. Ich glaube, dass sich der Großteil nicht dran halten wird, weil viele einfach die Familie sehen wollen, Oma, Opa sitzen allein zu Hause und vielleicht machen viele einfach Tests davor und treffen sich dann. Ich finde die Maßnahmen überhaupt überzogen teilweise, weil sich die Leute privat treffen werden, weil der Mensch ist ein soziales Wesen und das kann man ihm nicht verbieten. Ja, das wird das bedeuten, dass ich mit meinen Kindern über WhatsApp oder FaceTime kommuniziere und dass sie mich nicht zu Hause besuchen. Ich habe 2 Kinder und wen soll ich da jetzt bevorzugen? Ne? Das ist das. Es ist ja peinlich alles, was soll ich sagen, für mich persönlich. Ich verstehe nicht, wozu ein neuer Lockdown sinnvoll ist. Also dadurch, dass meine Familie eh nur in einem kleinen Kreis ist, wird es eigentlich nicht wirklich anders sein.